Die Mutter des kleinen Kane, den sein Stiefvater zu Tode geprügelt hat, dürfte von den gewalttätigen Übergriffen gewusst haben. Ein Gericht hat den Peiniger zu lebenslanger Haft verurteilt, noch nicht rechtskräftig. Und nun erhebt die Staatsanwaltschaft Feldkirch Anklage gegen die Frau. Denn Kane und sein Bruder mussten immer wieder schlimme Qualen erleben. Kane ist erst 3 Jahre alt, als er brutal erschlagen wird. Sein Mörder ist sein Stiefvater. Der Vorarlberger Miloslav M. wird deshalb am Freitag nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Schon in diesem Gerichtsprozess kommt auf, dass die Mutter des kleinen Kane von den schweren Schlägen an dem Buben gewusst und nicht gehandelt hat. Dafür wird sie jetzt angeklagt. Der Mutter werden nicht selbst gewalttätige Handlungen vorgeworfen, sondern es wird ihr vorgeworfen, dass sie, obwohl sie Kenntnis gehabt haben soll von der Gewalttätigkeit ihres Lebensgefährten, ihre Kinder nicht geschützt hat. Regelmäßig soll der kleine Kane und auch sein älterer Bruder vom Stiefvater geschlagen worden sein. Dennoch lässt die Mutter ihre Kinder bei dem 27-jährigen drogenabhängigen Frühpensionisten, während sie ihrer Arbeit nachgeht. Sie sei heillos überfordert gewesen, sagt heute ihr Anwalt. Sie war chronisch überfordert, hat sich in einer Depression befunden. Sie war psychisch und physisch angeschlagen. Sie war dem Ganzen nicht mehr gewachsen. Sie hat deswegen, und das bedauert sie sehr, eben nicht umgehend gehandelt. Der leibliche Vater von Kane steht trotzdem, nach allem, was geschehen ist, hinter seiner Ex-Freundin. Er hält sie weiterhin für eine sehr gute Mutter, die eben auch jetzt das Beste für ihren älteren Sohn tut. Grundsätzlich war es immer sein Traum, quasi als Familie wieder zusammenleben zu können. Für die Staatsanwaltschaft lautet die Anklage gegen die Mutter Quälen oder Vernachlässigen unmündiger jüngerer Personen. Dafür könnte sie bis zu 10 Jahre hinter Gitter gehen.